Also ich habe ein Problem mit dem Slogan. Mehr als wir mir, er ist mir zu sehr bezogen auf diesen dumpfen, blöden Sager, mir san mir. Das steht ja im Hintergrund von dem Slogan. Mir tut es leid, dass er mir nicht gefällt, der Titel, weil er von einem Autor stammt, dessen Texte ich sehr schätze. Ich habe nicht verstanden, warum Dialekt. Wir hatten eine Dialektdichtung, die scharf, anarchistisch, obszön, die wirklich dieses Heimattümmeln zerstört hat eigentlich, die Wiener Gruppe, Achleitner, Artmann, Rühm. Und ich finde diesen Titel sehr brav. Eine junge Frau hat gesagt, beim ersten Hören, ich habe gesagt, mir, was hältst du davon? Mehr als wir mir, klingt nach Bierzelt. Und das finde ich das eigentlich das Traurige, weil es soll das übersteigen und kritisieren, ja, dieses sozusagen mir san mir, es soll ja kritisch sein, ja, und könnte man das auf Tschechisch übersetzen überhaupt? Naja, ich habe tatsächlich, also ich habe mich auch so gefragt, warum das im Dialekt ist sozusagen, weil ich habe das zuerst, ich muss wirklich zugeben, ich habe es nicht verstanden zuerst. Und dann habe ich auch tatsächlich noch ein paar Freunde, auch in Deutschland, habe ich das mit Zweifel diskutiert, die das auch nicht gleich gecheckt haben, was das in der Tat heißt. Dann muss das in der Tat übersetzt werden, damit man das versteht. Und dann denke ich, das ist so speziell. Und da fragt man sich, ob das passt, wenn du was übersetzen musst oder klären musst. Ja? Schön. Ja. Könnte man das übersetzen auf Tschechisch? Mehr als wir? Mehr als wir. Wie mehr als wir. Genau. Und schwingt da irgendwas mit? Komisches? Oder? Ja, also das würde auf jeden Fall auch heißen, also so habe ich das in der Tat, würde ich das verstehen. Also dass man in Tschechien leben wir jetzt traurigerweise nur wir untereinander. Ne? Also wir haben wahnsinnig viel von dieser Vielfältigkeit, auch der Postmonarchie, der ersten sogenannten Ersten Republik verloren. Ne? Durch den Holocaust, durch die Vertreibung, haben auch diesen sprachlichen Verlust erlitten. Denn wir, also es gibt wahnsinnig viele Autoren, die toll Deutsch sprechen und Englisch, aber auch Deutsche, wie Radka Denemalkova, die du auch gut kennst oder die auch hier bekannt ist zum Beispiel. Aber das wäre auch das heißen. Also es gibt auch andere als wir sozusagen. So würde ich das verstehen. Ja. In deinem Text werden wir ja auch noch auf Kafka zu sprechen kommen, der auch deutschsprachiger Autor in Prag natürlich war. Du wolltest etwas sagen, Frau? Ja, dass das natürlich vom Marketingtechnischen, habe ich jetzt irgendwo wieder in der Zeitung gelesen, dass es eben ganz toll ist, weil man nachfragen muss. Ja. Genau, genau. Aber, das habe ich mir so gedacht, dass Sie das... Aber mir ist es halt trotzdem ein bisschen zu brav und zu sehr an den Hintergrundsatz gebunden. Ja? Dieses mir san mir, aber wir sagen jetzt mehr als wir mir. Mhm. Ja? So. Übrigens, die Tschechen, wir waren ja vor ein paar, 2019 waren wir Gastland der Buchmesse und dann war unser Slogan, hieß Ahoi. Ne? Also das ist, womit wir uns Servus grüßen. Sehr schön. Servus, in der Tat Servus, da komme ich auch dazu, was man ein bisschen weniger, aber immer wieder auch manchmal hört in Tschechien, Servus. Aber Ahoi ist, und das war auch, einige Tschechen haben das auch kritisiert, so Autoren und Autorinnen, ja, das ist zu einfach und so, aber es ist total gut angekommen, ja, weil die Deutschen das wiederum auch kennen, auch, ich glaube, auch viele Österreicher kennen das, dass wir uns mit diesem schrägen Wort, was irgendwie für ein Binnenland in der Tat, ist das natürlich schon lustig, also vielleicht ist da so doch irgendwie die Sehnsucht nach der Monarchie in dem Sinne, ja, wir hatten mal auch Triest, ja, wir waren ja am Meer. Oder also aber Böhmen liegt am Meer, das wissen Böhmen wir. Böhmen liegt am Meer, genau, richtig, genau, ja, genau, das, ja. Und das noch. Aber es ist tatsächlich, das Ahoi kommt tatsächlich, wahrscheinlich wird vermutet, ist aus Hamburg oder Bremen, Hamburg aus Norddeutschland, durch die Schifffahrt, also auf der Elbe, ist nicht mit der Ware sozusagen auch das Wort in der Tat nach Böhmen reingeflossen und mitgebracht. Wir haben einen englischen Titel gewählt, Lost and Found in Motion. Lost and Found ist ja auch üblich auf Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter, wo man etwas abgibt, das man gefunden hat, etwas holen kann, das man verloren hat.
Und In Motion ist eigentlich ein Widerspruch, weil dort stehen Gepäckstücke oder andere Dinge, die sich in der Regel nicht bewegen, außer man holt sie. Mhm. Aber das war halt die Überlegung auch, also hier eine Spannung zu erzeugen. Und so im Hintergrund ist bei mir ein bisschen mitgeschwommen auch eine alte Fernsehserie, die vielleicht die einen oder anderen von Ihnen noch kennen. Es gab Ende der 70er Jahre, Anfang der 1980er Jahre eine Fernsehserie in Deutschland von Helmut Dietl, Der ganz normale Wahnsinn. Und da gibt es einen Journalisten, einen gescheiterten Journalisten, der als Kummerkastenonkel fungiert und ein Buch schreiben möchte mit dem wunderbaren Titel, woran es liegt, dass der Einzelne sich nicht wohlfühlt, obwohl es uns allen doch so gut geht. Und das war so die Ausgangssituation. Ich finde, dass dieser fiktive Buchtitel aus dieser Serie durchaus auf heute vielleicht übertragbar wäre und möchte die Margit Kreidl bitten, dass sie ihren Text einmal vorliest und dann schauen wir weiter. Es ist auch in der Ausschreibung noch gestanden, die Innenwelten im dunklen Österreich zu untersuchen. Und da muss ich dazu sagen, bei dunklem Österreich denke ich immer an dunkle Vergangenheit, weil das ist ja in Österreich der Euphemismus für die Nazizeit. Mhm. Das sage ich nur im Vorhinein dazu. Wir holen das Beste aus dir raus. Hast du schon zu schreiben begonnen, fragt Jaroslav Rudisch, als wir nach seiner Lesung im Tschechischen Zentrum in Wien über unseren gemeinsamen Schreibauftrag sprechen. Nein, ich schiebe es noch auf und vor mir her. Österreich von innen, darauf muss ich mich seelisch vorbereiten. Von außen ist es leichter, sagt Jaroslav. Ja, sage ich, und wir lachen beide. Ja, das ist merkwürdig. Mit der Heimat hängen im Deutschen lauter W-Begriffe zusammen. Fernweh, Heimweh. Alles tut immer weh, sagt der Filmemacher Edgar Reitz, der mit seiner Serie Heimat ein Epos geschaffen hat. Der Spiegel, 10. September 2022. Tageszettel, 11. September 2022. Vom Apfelkeller meiner Großmutter geträumt. Von den Äpfeln auf den Holzstellagen. Beim Aufwachen habe ich Heimweh nach Äpfeln, nach dem süßen, feuchten, würzigen, modrigen Geruch im Keller, der mich einhüllt, den ich in tiefen Zügen einatme. Heimat ist wieder ein Fluchtort, auch dank Servus, dem meistverbreiteten Magazin des Landes, schreibt Klaus Zeiringer. Der Hochadel, der Hochglanz adelt ahistorisch eine Rustikal-Idylle für urbane Gemüter. Die Zeit, 15. September 2022. Den Sperrer haben sie in Thalgau-Eck erschossen und vergraben, sagt meine Großmutter. Er wollte sich nach Fuschel absetzen. Im Hundsmarktgraben haben sie ihn gefunden und noch am selben Tag in der Familiengruft begraben. Der Dechant hat es erlaubt, obwohl der Sperrer aus der Kirche ausgetreten ist, sagt die Nachbarin. Der war ein hundertprozentiger. Standhart, mannstreu, Blutheil, Heidengold, Stahldorn, Drachenkopf, Eisenhut, Alpenhelm. Zurück an den Anfang. Thalgau, Tor zum Salzkammergut. Thalgau hat 7 Ortsteile, lernen wir bei Frau Oberlehrer Schmidhuber. Thalgau Ort, Unterdorf, Oberdorf, Enzersberg, Thalgau Berg, Thalgau Eck, Vetterbach. Das Land Salzburg hat 5 Gaue und Österreich hat 9 Bundesländer. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Giftler, Sandler, warme, asoziale, Dachinierer, Arbeitsscheuer. Ein kleiner Hitler gehört wieder her, sagt mein Großvater. Der Saustall gehört ausgemistet, sagt meine Großmutter. Das rote Gesindel, sagt der Nachbar, an die Wand stellen. Aufhängen, sagt mein Großvater. Eine Allee von Thalgau nach Neumarkt. Die Tschuschen, sagt der Nachbar, Krowoden, Zigeuner. In Wien beginnt der Balkan,
sagt die Nachbarin. Dein Alois Nebel wird ja zum Beispiel auch von den Geistern der Vergangenheit eingeholt. Oder in Nationalstraße gibt es ja auch einen ehemaligen Polizisten, der zum so einen Neurechten, zu einem Rechten wird, zu einem Nazi fast wird, kann man sagen. Ja, ja. Das stimmt. Ja, genau. Das ist in der Tat auch ein politisches Buch. Ja. Und ob ich will oder nicht. Ist Schweig ein politisches Buch? Ja, durchaus. Also Schweig ist sowieso, übrigens, wir feiern jetzt nächstes Jahr 100 Jahre Kafka, Todestag von Kafka, die beiden Kafka, Hašek, dieses Jahr feiern wir auch ein Jubiläum, 1883, beide im Paar geboren. Und im Januar, Anfang Januar, am 6., ich glaube, das war der 6. Jänner, feierten wir viel zu wenig, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, aber doch ein bisschen den 100. Todestag von Jaroslav Hašek. Ja. Und da habe ich ja einen sehr schönen Text von dir in der FAZ gelesen. Ich habe dazu tatsächlich geschrieben, ja, genau. Ja, und es war in Österreich eigentlich wenig. Mhm. Ja. Ich war auch überrascht in den deutschen Medien, also überraschendweise eine Doppelseite in Zürich in der NZZ, also das, die haben zwei große Geschichten dazu gebracht und im deutschen Radio. Und die FAZ hat mich gefragt tatsächlich, ob ich nicht was dazu schreiben möchte. Aber das ist durchaus ein sehr politisches Buch, weil man liest das manchmal auch in Tschechien, glaube ich, oder insgesamt als einen, oder man sieht das, wir nehmen das wahr als einen humoristischen Roman. Das ist es in der Tat, aber es ist auch unglaublich düster. Und der beschreibt auch diesen Zerfall, den Untergang der Monarchie, die Nationalismen, die da aufeinander oder gegeneinander eine große Rolle spielen, also wie sich dann die Soldaten prügeln, die Tschechen mit den Deutschen und dann, wenn die Ungarn noch dazu kommen, dann prügeln sich die alle mit den Ungarn sozusagen. Also das taucht da ziemlich auf drastischer Weise in der Tat auch auf. In dieser also Buch. Wenn ich jetzt eine Brücke schlagen möchte zwischen allen beiden, schon angesprochen, sehr verschiedenen Texten, ist es schon auch natürlich eine Ironie, die sehr wichtig ist bei euch beiden. Und Kafka, Schweig sind schon gefallen, dann würde ich dich bitten, hören wir uns an, wie Jaroslav Rudisch diese Aufgabe, wenn man so möchte, die wir gestellt haben, literarisch gelöst hat, melancholisch, nostalgisch, auf jeden Fall eine Zugfahrt. Für uns Eisenbahnmenschen ist der Fahrplanwechsel, auch der sogenannte Eisenbahn-Silvester genannt, Mitte Dezember immer ein Ereignis. Diesmal war es für viele aber ganz besonders. Nach vielen, vielen Jahren, wenn nicht gar nach Jahrzehnten, ist zwischen Wien und Prag und Prag und Wien wieder ein direkter Zug auf der alten historischen Strecke über České Velenice und Gmünd gefahren. Silva Nordica, wie der Zug getauft wurde, schlängelt sich durch Südböhmen und das Waldviertel. Nicht auf der mittlerweile schnellsten, doch kürzesten, womöglich auch malerischsten Strecke zwischen den beiden Metropolen Prag und Wien. Auf der sogenannten Franz-Josefs-Bahn, wie man in Österreich immer noch sagt, der Strecke zwischen dem Wiener Franz-Josefs-Bahnhof und dem Prager Hauptbahnhof, der bis 1918 Prag-Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof hieß, auf Tschechisch Praha Nádraží Císaře Františka Josefa. Im tschechischen Kursbuch ist die Station heute unter dem Namen Praha Hlavní Nádraží zu finden, Prag Hauptbahnhof. Und es handelt sich nicht nur um den größten, wichtigsten, sondern auch um den schönsten Bahnhof des Landes. Ja, so sieht eine wahre Kathedrale des Verkehrs aus, die einem Museum nahe kommt, wenn man sich all die Statuen und Kunstwerke anschaut. Eine Ode an den Jugendstil des Architekten Josef Fanta. In der alten Schalterhalle, wo sich mittlerweile ein kleines Café befindet, sieht man auch heute noch oben in der Kuppel die Stadtwappen aller Orte, die über die Eisenbahn mit Prag verbunden waren und sind. Darunter selbstverständlich auch Wien, die damalige Hauptstadt, das Zentrum der alten Monarchie. Böhmisches Paradies, die Gegend, aus der ich herkomme, Lomnice nad Popelkou, die kleine Stadt, in der ich neben Berlin immer noch wohne. Wirtshaus U Stadionu, zum Stadion, wo ich mit meinem Vater immer Bier trinken gehe, der Wien immer noch als Hauptstadt beschreibt, obwohl er nie da war. Wir sitzen mit ein paar Freunden beim Bier, Freunde von ihm, Freunde von mir. Wir stoßen an und dann eine kurze Frage in die Bierrunde. Österreich, Rakousko, was fällt euch dazu ein?
Was ist für euch dieses Reisen, dieses Unterwegssein? Ja, aber... Tja, was ist für uns das Unterwegssein? Naja, für mich ist das natürlich viel mehr als nur eine Reise, also wenn man im Zug sitzt. Also es, klar ist die Eisenbahn ein Transportmittel, aber die transportiert nicht nur uns jetzt und die Güter hier auf dem Gleis, aber auch Geschichten und die Geschichte und so. Und für mich ist das tatsächlich viel mehr. Also es ist auch etwas, jetzt meine ich die Eisenbahn konkret, etwas, was uns in Europa verbindet, näher bringt und vielleicht auch das ganze Europa zusammenhält. Ja, ich meine, ich bin nicht so ein Bahnmensch wie du natürlich, weil du bist ja wirklich so durch Bahnmensch. Und sogar ein Eisenbahnmensch. Eisenbahnmensch. Unter uns Eisenbahnmensch. Ja, Eisenbahnmensch. Aber ich fahre gerne im Zug. Also ich fahre überhaupt nicht gerne mit Bus und es sind meistens eigentlich, muss ich sagen, berufliche Reisen, meistens, ja. Es gibt dann auch irgendwie die Fahrten in, zum Beispiel von Wien nach Konstanz, wo ich das letzte Jahr war, wo es nicht beruflich war, das ist eine sehr lange Reise, aber es sind eigentlich oft berufliche Reisen und trotzdem ist Bahnfahren immer was, wo ich mich eigentlich sehr gut entspannen kann. Also Zeitung lesen, Kitschromane lesen, aus dem Fenster schauen, ja, es ist. Auch wenn es eine Reise ist, sozusagen beruflich, und ich ein Ziel habe und weiß, okay, dort muss ich hin und dann passiert das und ich muss das und das machen, ist aber trotzdem das Bahnreisen noch immer, das Zugreisen einfach, ich mag es. Ja. Es ist tatsächlich diese Zeit im Zug. Wir Eisenbahnmenschen sagen dazu, die Bahnzeit, ja. Also ja. Das ist das, es kommt natürlich ins Satz, da gibt es an manchen Bahnhöfen hier in Österreich findet man noch die alten Bahnhofsuhren und da steht ganz schön, da steht rausgeschrieben immer auf dem Zifferblatt Bahnzeit. Und das hat mich in der Tat fasziniert und so ist das in der Tat auch zu diesem, in dieses Buch reingekommen, so in der Gebrauchsanweisung, in die Gebrauchsanweisung für das Zugreisen, die Bahnzeit. Ja. Aber das ist für uns die Zeit im Zug, die Zeit im Unterwegs, die Zeit unterwegs zu sein, wo du unterwegs bist. Aber das ist tatsächlich diese Zeit, die du auch für dich hast, ja, finde ich. Ja. Also nicht auch, das würde ich nicht unterschätzen, dass das eben, dass du dann liest oder einfach nur aus dem Fenster schaust, Musik hörst vielleicht auch oder auch essen gehst in den Speisewagen, das ist schon eine ganz wichtige Zeit. Also ich kann das nicht in der Tat trennen, ob ich beruflich oder privat unterwegs bin. Für mich ist das beides. Das sind wahrscheinlich Dutzende tausend Kilometer im Jahr, die ich im Zug verbringe. Europaweit oder mitteleuropaweit vor allem. Aber auf jeden Fall ist die, wie ich auch gerne sage, ist die Bahnzeit keine verlorene Zeit. Ist es teilweise, also du gesagt, Arbeitszeit auch, du kannst arbeiten, essen, lesen. Ist es aber auch so, dass dieses Unterwegssein, die Gespräche, die Umgebung oder das draußen, was passiert, dass das einfließt und Schreiben in die Literatur? So, gestehen bitte. Macht das Reisen mit dem Schreiben etwas? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir auf jeden Fall. Also ich habe weite Teile von Winterbest als der Reise. Das ist in der Tat ein Eisenbahnroman. Die sind im Zug entstanden, in ganz Mitteleuropa, von Berlin bis nach Prag und dann nach Wien und Budapest und eben Ljubljana und Zagreb. Und ich wollte, dass das tatsächlich die Eisenbahn in die Sprache, in den Text reinfließt, auch aus musikalisches, aus ein Instrument, aus ein Orchester in der Tat, ja. Also das ist in der Tat eine Symphonie für ein Orchester, glaube ich. Und tatsächlich sind das auch die Gespräche. Ich habe natürlich viele Leute getroffen und eben für das Bahnbuch, für die Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, da habe ich wirklich Leute gezielt auch angesprochen oder bin ins Gespräch mit denen gekommen. Also auch mit den Eisenbahnen, die hier arbeiten an den Zügen. Die haben einfach immer so einen Schaffner, wenn du dann mit ihnen ins Gespräch kommst. Die haben immer eine schöne Geschichte, die sich lohnt, sich anzuhören und die man vielleicht auch aufschreibt. Ich meine, das ist ja dann auch ein Rhythmusgeber, nicht? Was du sagst. Genau, das wird dann auch für die Prosa jetzt auch ein Rhythmusgeber. Ja. Und wie hast du das? Wie ist das bei dir? Nicht in der Form, dass das direkt in einen Text einfließt, ja? Weil ich schreibe kurze Prosa-Gedichte und auch Theaterstücke. Es ist eher das,
dass ich dann mein kleines Notizheft dabei habe und einfach auch dann höre, aha, Sätze aufschreibe, mitschreibe, ja, also vor den Mitreisenden. Oder einfach beim Blick aus dem Zugfenster irgendwie, wie hat es meine Oma genannt, ins Nahenkastel schau. Also wo der Blick dann auch nicht mehr auf das Konkrete, sondern einfach auf dieses Vorbeiziehende gerichtet, also nicht gerichtet eben, sondern da zieht was vorbei und dann kommt mal ein Wort in den Kopf oder nächstes und dann so eher. Aber es ist nicht wie bei dir jetzt die Eisenbahn selbst, ja, ja. Die in den Text fährt. Ja. Nee, klar, das ist mein Thema, das ist, es gibt kaum längere Texte von mir, wo das nicht vorkommt, ja. Und ich schreibe ja auch für Zeitungen öfters, also für die FAZ zum Beispiel, über die Eisenbahn, aber natürlich, was mich interessiert, ist jetzt nicht ich bin kein Technikflieger, also ich erzähle also die kulturhistorischen Geschichten, die Eisenbahn erzählt weiter sozusagen, das ist für mich wichtig und ich kenne viele, die natürlich sich daran interessiert sind, die sich für die Loknummern interessieren oder für ganz besondere Zuggattungen und Lokomotiven interessieren. Ich meine, das kommt ja auch vor in deiner Gebrauchsanweisung, manchmal, genau. Also so zu bestimmte Lokomotiven und so, aber nicht Aber das waren wirklich was, wo ich sehr viel recherchieren musste. Und mit Experten sprechen musste, weil ich mich zum Beispiel, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie eine Dampflok richtig funktioniert. Also ich weiß es ziemlich genau, aber ich musste schon mit jemandem sprechen, der mir das tatsächlich erklärt, so Bilder zeigt und hier so wie das so alles entsteht. Ja. Aber ich glaube, deine Montagentechnik, die du auch machst, das finde ich großartig. Und dein Katalog, dein Buch, was du da mit dabei hattest, mit diesen Zeitungsartikeln und so, weil das, da denke ich, dann muss ich dran denken, dass ich schon die Eisenbahn mit diesen mit Anhalten an den Bahnhöfen, mit den Durchsagen, mit den zufälligen Gesprächen, die man hier auch hört, ob man will oder nicht, wie uns jetzt auch jemand hier zu hören. Genau. Und das wäre in der Tat, würde sich das auch total anbieten. Ne? Ich meine, das ist die andere Bahnzeit, von der du vorher gesprochen hast, die schon auch dann Auswirkungen hat auf das, was ich dann notiere, was dann auch draus wird. Ja, aber eben nicht thematisch so, oder da kommt vielleicht auch mal ein Zug vor oder eine Reise, aber eher so von dieser speziellen Zeit, wie man sitzt am Tisch, ob einen wer stört. Ja, auch, man sitzt ja manchmal auch Leuten gegenüber, die sich unglaublich ausbreiten oder laut reden. Laut telefonieren. Du erfährst oft telefonieren. Einmal hatte ich einen Fahrgast im Abteil sozusagen. Dann habe ich alles erfahren über seine Firma und über seine Geschäfte. Ja. Und da hat mit einer Frau gesprochen, wie ich schon erzählt. Und er redete auch so unglaublich laut. Und das hat uns schon ein wenig gestört. Und wir wissen jetzt alles über sie und über ihre Firma und über die Geschäfte, die sie mit dieser spanischen Firma jetzt machen. Ja. Und das hat ihn in der Tat nicht gestört, dass wir das in der Tat alles mitbekommen haben. Manchmal sind das auch solche Momente. Ja. Manchmal nervt das ein wenig, aber trotzdem, ich nehme das alles ins Spiel und ich freue mich auf die anderen Menschen. Ich finde sogar, dass das leider ein wenig abgenommen hat, dass man ins Gespräch kommt im Zug, in der Fahrt. Ja. Anschauen, jetzt in die Handys und so. Ja, genau. Die Haltung ist so. Ja, jetzt waren wir in Wales. Ja, der Triebwagen. Ich liebe diese Art und Triebwagen. Das ist, da geht die Strecke nach Deutschland, dann zeigen sie ab nach Passau. Die ist auch sehr schön in der Tat. Genau. Und nächster Halt in Salzburg, in einer Stunde sind wir in Salzburg. 53 Minuten. Das geht schnell. Ich bin ja am Land aufgewachsen, in der Nähe von der Stadt Salzburg. Und da war natürlich der Bus, der damals also die Intervalle waren, also nicht sehr gut. Ja. Also zwischen Thalgau und Salzburg oder Thalgau und Mondsee in die andere Richtung. Und der Zug war für mich so auch erwachsen werden, städtisch. Ja, also das hat natürlich auch mit dem Weggehen von zu Hause zu tun gehabt. Also von Salzburg nach Graz zu gehen, an die Uni. Aber Zugfahren hat
hat geheißen, so, ich bin jetzt weg vom Land und es ist es ist was Städtisches auch. Ich habe vorgestern mit einer Bekannten gesprochen und wir haben festgestellt, also ich bin jetzt 59, dass in meiner Lebenszeit fast zwei Drittel der Singvögel in Österreich ausgestorben sind. Also natürlich habe ich ein Verlustgefühl und ich sehe einfach ein neoliberales Wirtschaften, das eben nur auf die Profitökonomisierung geht und dem sich eigentlich alle Parteien fast unterschiedslos ergeben haben, egal eigentlich sozusagen links, rechts, genau, Mitte. Ja, ja. Also der Neoliberalismus ist offensichtlich die Ideologie für alle mit Abstrichen, kosmetischen sozusagen Polstern oder Veränderungen. Aber da habe ich schon, also da habe ich wirklich eigentlich gewaltige Verlustgefühle. Ich habe die aber tatsächlich auch in Bezug auf Eisenbahn, wenn ich mir diese Eisenbahnkarte von Mitteleuropa anschaue, wenn wir uns die anschauen würden, also wo du immer nur diese Lücken siehst, die es einst nicht gab im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowakei und Ungarn, das war alles in der Tat alles ziemlich komplett und sehr gut ausgebaut und gut vernetzt. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass das auch international manchmal schneller geht. Das ist natürlich klar, das würde heißen auch weg von dieser Eisenbahnromantik. Es dauert dann, es geht dann auch schneller. Dann würde die Eisenbahn, da würde es schnell gehen und dann auch die Zukunft ist in der Eisenbahn. Aber trotzdem als Schriftsteller neige ich natürlich, weil ich mich als gescheiterter Historiker auch neige ich natürlich zu diesen alten Geschichten, die mit der Eisenbahn verbunden sind. Ja, aber es sind ja nicht nur alte Geschichten. Das ist das, was du ja gestern auch am Podium gesagt hast. Ich glaube, das sind nicht nur alte Geschichten. Es hängt auch mit dem Neoliberalismus zusammen, dass zum Beispiel so viele Nebenbahnen eingestellt werden, weil ja gesagt wird, das lohnt sich nicht. Dass man aber vielleicht wir lassen den Bus fahren. Ja, aber dass wir vielleicht auch eine soziale Marktwirtschaft denken und sagen, gewisse Dinge bringen eben keinen Gewinn, sind nicht gewinnbringend, sondern die, dafür zahlen wir auch Steuern. Das wird eben zur Verfügung gestellt. Ja. Und das hat ja auch Lebensqualität. Das hat Lebensqualität. Ich habe das in der Schweiz erfahren, was es heißt, um Mitternacht in ein 1000-Einwohner-Dorf zu fahren mit dem Zug. Das macht was. Das gibt's alles. Ja. Das kostet alles Geld, aber es hängt auch mit den Prioritäten natürlich. Mit den Prioritäten zusammen. Und da habe ich einfach auch was den Autoverkehr betrifft. Also ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein. Und mir ist natürlich klar, ich komme vom Land. Am Land brauchst du teilweise das Auto, weil es einfach keine anderen Verbindungen gibt. Aber man kann nicht immer sagen, es gibt keine Verbindungen, darum brauchen wir das Auto. Wir müssen es mal umgekehrt denken. Wir müssen einmal die Verbindungen schaffen, damit man dann weniger zumindest das Auto braucht. Ja? Darum, ein Land oder eine Literaturlandschaft so kurz wie möglich sozusagen zu präsentieren, zu beschreiben. Und das wäre meine Einstiegsfrage gleich an beide, vielleicht zuerst an Jaroslav Rudisch. Mhm. Wenn es diesen Slogan nicht gäbe und du müsstest sozusagen Österreich präsentieren oder mit einem Slogan, nicht mit einem Slogan, sondern umgekehrt oder einfach gefragt, was fällt dir zuerst ein, spontan ein, wenn du an einen Blick auf Österreich oder auf österreichische Literatur wirfst? Also jetzt kein, nicht in literaturwissenschaftlicher Abhandlung, auch kein historischer Abriss, sondern einfach gibt es ein Zitat, einen Autor, eine Autorin oder ein Werk, das für dich charakteristisch ist für Österreich als literarische Landschaft. Als literarische Landschaft? Naja, das ist Thomas Bernhard natürlich, wenn wir schon hier sind auch. Den mag ich wirklich über alles und der ist tatsächlich komplett ins Tschechische übersetzt worden. Also der hat eine große, würde ich sagen, Leserschaft auch in Tschechien. Auch seine Theaterstücke sind
durchaus sehr bekannt in Tschechien und immer wieder aufgeführt. Jetzt läuft immer noch am Prager Theater Nasabradli, Divadlo Nasabradli, Theater am Gelände, eine großartige Inszenierung vom Holzfällen. In der Tat, das ist ja kein Theaterstück, eine Romanadaption. Das war sogar das Theaterstück des Jahres. Das spricht in der Tat nicht nur für das Theater, aber auch für Thomas Bernhard. Also das ist etwas anscheinend, was immer noch sehr eine gewisse Aktualität in Tschechien hat. Und für mich persönlich ist natürlich, ich bin ein Eisenbahnmensch und da ist natürlich Österreich für mich verbunden mit der Eisenbahn und vor allem mit der Semmeringbahn zum Beispiel, mit ein paar tollen Bahnstrecken, die ich in Österreich mag. Und tatsächlich das Eisenbahnwesen in diesem Land, das wirklich bis heute das Eisenbahnleben in ganz Mitteleuropa prägt. Also auch man kann das nicht trennen, die tschechische Bahn und die ÖBB zum Beispiel. Also die Eisenbahnwelten kann man nicht trennen. Vielleicht eine Strecke, was die Literatur betrifft, über die werde ich auch kurz lesen, die sogenannte Franz-Josefs-Bahn zwischen Prag und Wien über Gmünd und České Velenice, das Waldviertel, das wäre vielleicht das, an das ich denken würde. Und letztendlich Franz Kafka, der auch zwischen den beiden Welten gereist ist und wäre vielleicht auch ein interessanter Autor dafür, obwohl er eigentlich aus tschechoslowakischer Staatsbürger und Prager gestorben ist und aus Prager bekannt ist. Ja. Das war ich würde mir das für österreichische Literatur, ich habe hier natürlich auch viele Freunde, die Schriftsteller und Autoren und Autorinnen sind in Österreich, ich bin oft hier, ich würde mir das wünschen, dass das auch diesmal für Österreich so ein Erfolg wird, wie 2019 für die tschechische Literatur. Das heißt, du hättest auch einen Slogan gewählt für so ungefähr wie Bahn fährt ab oder so. Ja, genau. Oder sowas. Ja. Der Bundesbahnblues. Ja, der Bundesbahnblues von Quartinger, das mag ich auch sehr, genau. Darüber haben wir heute gesprochen, weil vielleicht kannst du auch diese Geschichte erzählen. Der Bundesbahnblues hat ja auch viel mit dieser Strecke zu tun, die wir heute gefahren sind. Mhm. Ja, mit dem Armstrong, der sich entlang Buchheim in der Tat wahrscheinlich Louis Armstrong wurde mir so erzählt und so steht das auch in mehreren Zeitungsberichten in der Tat, dass er irgendwie einen Würstelstand gesehen hat und es hat so gut gerochen, dass er da ausgestiegen ist und der Zug nach Wien ist abgefahren und so ist er dann hängen geblieben. Lost in Ankh, an Buchheim, genau. Ich mag diesen Ort sehr, ja, also das aus verschiedenen Gründen. Ein wichtiger Eisenbahnort natürlich auch und so. Aber es ist eine tolle Geschichte und so ist in der Tat dieses Lied entstanden, was wirklich eins der schönsten Eisenbahnlieder ist, was ich überhaupt kenne. Und wenn man das hört und dann bereist man in der Tat das ganze Bahnnetz von Österreich. Sogar man kommt an Bahnhöfe, die heutzutage leider den Bahnanschluss verloren haben. Also über die er singt sozusagen. Margit. Ja, also nicht leicht. Also mir fand natürlich, wir haben jetzt gerade gesprochen über die Ilse Eichinger, auch ein Salzburg-Bezug. Mhm. Mayröcker, Jandl, natürlich Artmann, die Wiener Gruppe. Also gerade weil ja das ein Dialekt-Slogan oder Claim, wie das heute heißt, ist, für den diesjährigen Schwerpunkt einfach diese sehr subversiv-anarchistische 50er-Jahr-Dichtung, Hosen, Rosen, Bar, also das... was jetzt Dialektdichtung betrifft, ja, zum Beispiel für mich sehr wichtig war, den Dialekt auch anders zu hören, weil ich bin ja im Dialekt aufgewachsen. Ja, aber da ist der Dialekt schon recht zertrümmert worden, auch inhaltlich, auch von der Heimattümmelei und von diesen Dingen auch, was diese Dinge betrifft. Ja. Slogan ist schwierig. Ich finde das sehr schwierig, wirklich das auf einen Punkt auch zu bringen. Und Ahoi ist einfach schön, dieser Meeresgruß im Binnenland. Aber genau. Böhmen liegt am Meer. Wissen, genau. Das ist dann eine österreichische Dichterin. Mindestens am Meer, also des Bieres. Ne? Also das ist das, was dann irgendwie...
Aber tatsächlich, Ahoi, also es gab tatsächlich auch, das habe ich dir gestern erzählt, mhm. ne, auch eine gewisse Kritik von einigen tschechischen Autoren und Autoren, ob das nicht zu billig ist und Anbietern und so. Aber das ist aufgegangen, muss man schon sagen, dass das wirklich geklappt hat und dass das sehr gut funktioniert hat. Ich meine, Servus ist schwierig, glaube ich, ja, jetzt. Das ja, wäre ja. vielleicht vor Mateschitz, Servus ja. TV, weil sonst wäre das vielleicht mhm. als Werbelinie für Servus TV und Servus Magazin oder ich weiß nicht auch. Würde vielleicht gesponsert werden. Mhm. Am 2. Jänner 2021, meinem Geburtstag, habe ich begonnen, an einem österreichischen Wörterbuch zu schreiben. Der erste Eintrag lautet Kurz, kürzer, Korruption. So sind wir nicht, sagt Bundespräsident Van der Bellen im Mai 2019 zur Ibiza-Affäre rund um den FPÖ-Vizekanzler der Republik. Wenn Regierung und Fernsehen das große Wir beschwören, ist Misstrauen geboten. Unter der Überschrift Ihr uns auch schreibt der deutsche Schriftsteller Christian Baron über den Klassenkampf von oben, der seit Jahrzehnten geführt wird. Süddeutsche Zeitung, 11. November 2022. Tageszettel, 11. November 2021. 5. Todestag von Ilse Eichinger. Dorfweg. Die Starre lästern im Herbst. Und manchmal höre ich die Türen zweimal schlagen, einmal davon im Traum. Heute Nacht musste ich 100-mal den Satz »So sind wir nicht« an die Tafel schreiben. Unser Geld für unsere Leute. Wir machen Politik für die, die in der Früh aufstehen. Leistung muss sich wieder lohnen. Wo war meine Leistung? Fragte der ehemalige FPÖ-Funktionär Walter Maischberger, Urbuberl aus der Buberl-Partie von Jörg Haider, seinen Freund Karl-Heinz Grasser, den ehemaligen Finanzminister der Regierung Schüssel. Mr. Nulldefizit wurde wie sein Freund und Trauzeuge Maischberger 2020 in erster Instanz zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Untreue, illegaler Geschenkannahme und Beweismittelfälschung verurteilt. Tageszettel, 12. Juni 2020. Gestern Abend an einer Liste für mein Wirtschaftsdrama gearbeitet. Gleich nach dem Aufwachen gehen mir die Sätze wieder durch den Kopf. Am Anfang steht der Stifter. Das Defizit ist weiblich. Zum Erben muss man geboren sein. Wer nach oben schaut, sieht die Unterhose. Kurz bevor er wegen Vergewaltigung ins Gefängnis muss, wird Jürgen H., früherer ÖVP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister der Gemeinde Scharten, Bezirk Everding, von ÖVP-Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weniger im Namen der Landesregierung mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Salzburger Nachrichten, 12. November 2022. Tageszettel, 13. November 2022. Das Gasthaus zum Bettenmacher in Unterdorf, wo meine Geschwister und ich an Feiertagen von unserem Großvater zu einem Kracherl oder einer Schadnerbombe eingeladen wurden. Der Sägewerksbesitzer Franz Gastager, der zu Hause seine Frau schlug und ihr bei Bedarf das Haushaltsgeld kürzte, war als Wirtshausgeher ein gern gesehener, spendabler Gast, der Stammtische unterhielt beim Gmachl, beim Breu, beim Sandner. Mein Vater ist ein Schuster bin ich. Mein Vater flickt die Schuhe, die Dirndln flick ich. Mein Vater ist ein Bäcker bin ich. Mein Vater bockt die Semmeln, die Dirndln pock ich. Mein Vater ist ein Metzger bin ich. Mein Vater sticht die Körper, die Dirndln stich ich.
Die Sprache der Statistik Austria ist nüchtern, schreibt Hans Rauscher in der Wochenendausgabe des Standard vom 26. 27. November 2022. Jede dritte Frau zwischen 18 und 74 Jahren in Österreich hat ab dem Alter von 15 Jahren körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. 34,51%. Emanze war in meiner Kindheit ein Schimpfwort und ist es heute noch. Ja, ja, nicht nur die Eisenbahnmenschen, einfach alle, die sich für Züge und der Geschichte interessieren, müssen mit Silva Nautica fahren. Solche Züge bringen uns wieder zusammen, wir brauchen mehr davon, sagt der Apotheker und schläft ein. Und dann erzählt er doch was. In Maddalena ist der Zug der Geschichte ein anderer Fahrgast zugestiegen, erzählt er weiter. Der Thronfolger Franz Ferdinand zusammen mit seiner Gattin Sophie Chotek. Der Thronfolger hätte besser auf seinem Schloss in Chlum bleiben sollen und auf die Jagd gehen. Denn sein Salonwagen musste nach der Ankunft abgehängt werden. Ein Radsatz war heiß gelaufen. So musste der Thronfolger in einem gewöhnlichen Wagen der ersten Klasse nach Wien reisen, was ihm sehr missgefallen haben soll. Und von dort in einem Ersatzsalonwagen, das gab es damals tatsächlich, über den Semmering weiter nach Triest. In dem Wagen funktionierte wiederum das elektrische Licht nicht. Im Kerzenlicht fühlte sich der Thronfolger schon wie in einem Grab. Der Apotheker erzählt es, als wäre er dabei gewesen, vielleicht war er auch sogar dabei, und alle hören zu. Der Apotheker erinnert sich auch an seine erste Reise nach Wien. Ich war auch dabei. Wir waren beide damals gerade 18 geworden. Genau ab dem 4. Dezember 1989, nicht mal 3 Wochen nach dem Fall des Pseudokommunismus in der Tschechoslowakei, durften Bürger der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik nach Österreich frei einreisen. Das war sicher auch kein Zufall. Auch dieses Ereignis spricht für diese Nähe zwischen Österreich und Tschechien. So haben wir es auch gleich gemacht für einen Tag, einen Ausflug nach Wien. Leider nicht mit dem Zug, mit der Eisenbahn, sondern mit einem Bus, mit der Carrozza, wie der Bus damals hieß. Allerdings war es ein schickes Modell für Fernreisen. Wir sind tief in der Nacht aufgebrochen im böhmischen Paradies gegen 3 Uhr. Und gegen 3 Uhr waren wir dann wieder im böhmischen Paradies zurück. Was wir in Wien erlebt haben, ziemlich alles. Der Autobus spuckte uns an der Oper aus und mein Freund, der Apotheker, wurde beinahe gleich von einer Straßenbahn gefasst und überfahren. Dort in Wien im Dezember 1989 in Freiheit, das wäre doch traurig gewesen, oder? Sagt er jetzt im Wirtshaus und bestellt noch ein Bier, ein letztes. Ja, wir waren von der Stadt natürlich begeistert, all die Farben. Und dieser Zuckerbäckerstil, den wir auch kennen. Doch erst in Wien wurde uns auch bewusst, wie grau eigentlich unsere Städte waren, ruiniert von unserem Sozialismus. Fast das ganze Geld, das wir damals hatten, haben wir an einem Würstestand unterhalb der Albertina verprasst. So hat es gerade noch gereicht für 2 Bier und eine Postkarte an die Eltern in Lomnice nach Popelkow. Und daraus ist aber eine Tradition entstanden. Immer, wenn ich in Wien ankomme, gehe ich zum Würstestand, gleich am Hauptbahnhof jetzt, und schreibe eine Postkarte nach Hause. Post aus der Hauptstadt, wie mein Vater immer sagt. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.